Willkommen zurück, ich bin Gordon. Tja, eigentlich hatte ich heute vor, die 223 Remington-Ladung für die RPK-74 mit diesen beiden schweren Hordadi-Geschossen und auch die Aufnahmen dazu für den morgigen Tag anzufertigen. Aber heute ist wohl irgendwie dann doch Freitag der 13. Ich habe vergessen, das Hülsenwachs aufzusprühen und nicht mehr dran gedacht. Tja, rein gingen sie noch. Das in Anführungsstrichen Schöne bei 223 Remington ist, dass die Patrone nur ganz leicht konisch ist. Das heißt, man hat eigentlich so gut wie keine Chance, die Hülse ohne Gewalt wieder rauszubekommen. Oder? Es gibt da ja solche Matrizenretter-Werkzeuge. Habe ich aber leider nicht. Und ob sich das bei einem Lee-Matrizensatz lohnt, ist auch dahingestellt. Wenn ich die Hülse nicht rausbekomme, ist das nicht weiter wild, hole ich mir einfach einen neuen Satz. Aber das heißt auch, dass ich morgen leider keine Aufnahmen für euch habe. Höchstens vom Sharps beim Üben mit 45, 70 und die Opta. Keine Ahnung, ob ihr das sehen wollt. Ich nehme die Kameras aber mal mit. Aber alles nicht so schlimm. Wollte nur mal zeigen, dass eben auch nicht immer alles klappt. Gehen auch hier und da mal ein paar Sachen schief. Danke fürs Zuschauen. Matrizen sind übrigens schon bestellt. Bis dahin.